sehen Siege aus. Die Saison 19/20 hat endlich ihren Höhepunkt gefunden. Und vom Gipfel grüßt der SV Waldhof Mannheim. Über ein Jahr ist es her, dass der BFV Rothauspokal in die vergangene Spielzeit gestartet ist. Nun steht endlich das Finale an, in dem der FC Nöttingen den SV Waldhof im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim herausfordert. Und die Blau-Schwarzen heute in Auswärtsgelb spielend übernehmen hier ihrer Favoritenrolle gerecht werden von Anfang an die Spielkontrolle. 15 Minuten rum, erster Abschluss durch Onur Ünlü Çiftçi, der Neuzugang aus Groß-Asbach, einer von 6 Neuen in der Startformation der von Patrick Klöckner trainierten Mannheimer, die auch nur eine Minute später direkt die nächste dicke Möglichkeit verzeichnen. Tolle Vorarbeit von Schuster, wieder ist es Ünlü Çiftçi, der scheitert allerdings am glänzend parierenden Andreas Dubs im FCN-Kasten. 18. Spielminute, Dubs versus Ünlü Çiftçi, die dritte, wieder der Torwart auf dem Posten. Nöttingen braucht ein wenig, um sich ebenfalls offensiv zu zeigen. Hier geht's mal über die Umschaltbewegung. Mario Bilger hat den Ball in guter Schussposition, verschleppt das Tempo aber so ein wenig, weshalb der Abschluss von Marco Mandusio nur das Außennetz streift. Die Mannheimer, das dominante Team im ersten Abschnitt, aber mit wenig Glück vor dem Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel ein weiterer Hochkaräter für den Drittligisten. Doch auch diesmal hält der gut aufgelegte Dubs seinen Kasten sauber. 0:0 zur Pause und auch im zweiten Abschnitt braucht es einige Minuten, ehe Mannheim den Pokalfluch endlich hier in Angriff nimmt. Seit 21 Jahren hat man den BFV Rothauspokal nicht mehr in die Luft gestreckt. Heute soll es endlich wieder soweit sein. Martinovic braucht ihn nur noch über die Linie drücken. Tolle Vorarbeit von Anton Leander Donkor, der in weiser Voraussicht heute Morgen den Dosenöffner mitgenommen hat. Denn ab hier der Waldhof voll am Drücker, lassen jetzt gar keine Zweifel mehr aufkommen, wer als Pokalsieger vom Feld geht. Auch Marcel Kostli mit dem Luxus, nur noch einschieben zu brauchen, stark kombiniert das 2:0. Und im Minutentakt geht das jetzt hier so weiter. Ganz langer Ball für Dominik Martinovic. Der lässt den Keeper aussteigen und schnürt hier seinen Doppelpack. Ein starkes Tor. Und seine Show ist hier noch nicht vorbei. Erneut nur 2 Minuten später schlägt er ein drittes Mal zu, lauert im Zentrum auf den Abpraller und steht dann einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 4:0, der SV Waldhof mit genialen Minuten um die 1-Stunde-Marke. In der 69. Minute kann dann der FC Nöttingen nochmal verkürzen. Ernesto De Santis vollstreckt nach geradlinigem Umschaltspiel zum 1:4 aus Nöttinger Sicht. Doch am Ende heißt der Sieger des BFV Rothauspokals 2019/20 Waldhof Mannheim, die nicht nur ihren über 20 Jahre andauernden Fluch endlich besiegen, sondern auch im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg ran dürfen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, ich denke, wir haben einen verdienten Sieg gesehen. Wir haben eine Vielzahl an Chancen zwar liegen lassen, aber als wir dann das erste Tor gemacht haben und die Räume ein bisschen größer geworden sind, konnten wir das auch hervorragend nutzen und haben das dann auch seriös gespielt. Also einmal im Spiel mit Ball, als auch im Spiel gegen den Ball mit viel Laufleistung, Engagement und dann entsprechend den Torchancen, dann, die wir dann auch zum Glück verwerten konnten. Ja, ich denke, wir waren von Anfang an eigentlich relativ gut drin. Vielleicht nervöse Anfangsphase, die ersten 5-6 Minuten, bis man sich akklimatisiert hat, haben dem Gegner dann auch Paroli geboten. In der einen oder anderen Situation dann auch mal das kleine Quäntchen Glück haben dürfen oder Andreas Dubs.
Und dann aber auch im Verlauf der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit selber zu Tormöglichkeiten gekommen. Und zur Halbzeit war für uns eigentlich klar, es ist hier die Möglichkeit da, das Große zu schaffen, das Spiel zu gewinnen. Haben uns dann relativ viel vorgenommen und ja, haben dann nach dem 0-1 uns einfach sammeln müssen. Und das hat dann zu lang gedauert. Das war die Phase, wo der Gegner dann eiskalt zugeschlagen hat, das Spiel entschieden hat. Ja, ein überragendes Gefühl. Ich bin froh, dass ich im Profibereich das erste Mal 3 Tore machen konnte und so der Mannschaft mit dem Pokalgewinn helfen konnte. Jetzt feiern wir ein bisschen in der Kabine und dann tun wir uns auf nächste Woche schon wieder vorbereiten.